aber das Problem ist... Aber hört man euch jetzt? Hä? Hört man euch jetzt? Mach mal Stopp. Wenn ihr so weit weg seid. Ja, mach mal Stopp. Mal lächeln. Wussi. Tschüss. Auf. Wussi Käse sein. Aber so ist es schon wieder. Start mal. So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute mal ein bisschen anderes Video. Und zwar dachte ich mir, beziehungsweise habt ihr es im Titel wahrscheinlich eh schon gelesen, heute werde ich mal Flo sein neues Auto fahren, beziehungsweise so eine kleine Spritztour machen. Er hat sich ein Hyundai i30 N-Line gekauft, vor circa zwei Monaten. Und ich dachte mir, wir machen heute eine kleine Spritztour. Bevor wir losfahren, schauen wir uns erstmal das Auto an. Und ich würde sagen, der Flo erklärt ein bisschen was. Und dann geben wir mal ein bisschen Gas, oder? Hier. Gut, so. Am besten, du filmst gleich das Kennzeichen. Kennzeichen ist nicht drauf. So, also hier haben wir den Hyundai i30 N-Line. Ich weiß nicht, was ist jetzt groß der Unterschied zum N-Motor, glaube ich, oder? Motor, Klappenauspuffanlage. Hat genau. Der N. Und ich habe die normale Auspuffanlage. Und von der Motorisierung am besten eine 1.4er Maschine mit 140 PS. Der N hat die 2 Liter Maschine mit 275 PS. Und er hat sich die Automatikversion ausgesucht. Wie lange hast du gewartet? Ich glaube 3 Monate, oder? 3 Monate, weil es halt Import ist. 3 Monate hat er jetzt gewartet, bis er den bekommen hat. Und ich würde sagen, wir schauen uns den mal von innen an. Hier schon schön N-Line. Was hast du drauf? Sommer oder Winter? Sommer. Sommerreifen. Also hier hat er Sommerfelgen. 18 Zoll. 18 Zoll, ziemlich schick. Ich würde sagen, wir schauen mal rein. Willst du mal ein Stück vorfahren? Kannst du mir mal Kamera geben. So, Flo fährt jetzt mal ein bisschen hier unter Dach. Boah, das sieht schon geil aus. Lass mal knattern! Ich höre nichts. Stinken tut's. Nice. So, ich würde sagen, wir schauen uns mal das Auto von innen an. Ach ja, Leute, wir haben jetzt bald die 1000 Abos erreicht. Das Video verzögert sich ein bisschen, kommt aber noch. So, was haben wir? Schönes Lenkrad. Was haben wir hier alles? Sieht man es überhaupt? Gott, das wird ein Chaos-Video schon wieder. Hier haben wir... mein Tempomat. Kann man einstellen. Sieht man vorne im Display dann. Also hier hat Cruise. Man einige Möglichkeiten. Da kann man noch Limit-Geschwindigkeit einstellen, zum Beispiel wenn man ins Ausland fährt. Wie gesagt, in Italien darfst du auf der Autobahn bis 130 fahren, da kann ich jetzt hier drauf gehen, einstellen. Sieht man vorne die Geschwindigkeit, kann man hochregeln, stelle ich zum Beispiel jetzt auf 130 ein, dann kann das Auto auch nicht schneller als 130 fahren. Dann haben wir natürlich sowas von der Sitzheizung am Start, nur für vorne aber, hinten nicht. Was haben wir hier noch? Lenkradheizung haben wir. Genau. Gott, sieht man das überhaupt auf der Kamera? Ja, ein bisschen. Also Sitzheizung Fahrer, Beifahrer, kann ich hier wieder ausmachen. Lenkradheizung, was ist das? Drive Mode. Ah, da kannst du auswählen, oder? Genau, Eco-Modus, Sport-Modus oder normal. Hier haben wir Start-Stopp. Start-Stopp, ja. Und was ist das hier? Parkassistent zum An- und Ausmachen. Sonst eigentlich schlicht gehalten, aber ich finde es richtig, richtig geil. Hier drüben habe ich noch ein paar Sachen, wie Spurhalteassistent. Reifendrucksensoren. Das finde ich das Geile, dass es in den neuen Autos schon diesen Reifendruck, beziehungsweise dass der Reifendruck angezeigt wird. Wie gesagt, er hat Automatik sich gekauft. Warum? Kein Bock mehr zum Schalten. Kein Bock mehr zum Schalten. Und außerdem ist es einfach praktischer im Stau. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wie gesagt, ich gehe im Winter oft zum Skifahren, du hast nach dem Skifahren keine Kraft mehr, musst die ganze Zeit, wenn du im Stau stehst, Kupplung treten oder auf Null schalten und das macht auch keinen Spaß. Bei Automatik muss ich eigentlich im Endeffekt bloß nur auf die scheiß Bremse drücken und stehe. Ja, ist schon geil. Gut, ich fahre ja nicht so ein hochwertiges Auto. Was quietscht hier so? Auto. Achso, dein Auto ist kaputt. was haben wir noch? 5 Türer, was sehr, sehr geil ist. Kofferraum können wir uns auch noch gleich anschauen. Aber ich finde die Verarbeitung echt richtig, richtig geil, was Hyundai da zusammenbastelt. Schaltwippen. Schaltwippen hat er noch. Die kann ich euch auch mal kurz zeigen. Wenn man die sieht, sieht man nicht. Also die befinden sich natürlich hinterm Lenkrad. GoPro habe ich jetzt auch schon hingebaut. Für die kleine Spritztour dann. Nee, oder? Der muss da rein. So! Nee, na. Muss er. Ist er nicht, ne? Muss er gar nicht, ne? Ich glaube,
Doch, der muss da rein. So Leute, kurzer Cut. Ja, jetzt zeige ich euch noch das Auto von hinten. Gott, hier pisst. Willst du noch mal drunter fahren? Ja, ein bisschen. Egal, mach mal einen kurzen Rundgang noch. Und zwar von hinten schon ziemlich böse. Hier zwei schöne Endtöpfe. Blubbern tut er aber nicht so, gell? Nee, ist nicht warm. Dann hier schöne silberne Lippe hinten. i30. Mach mal den Kofferraum auf. So, und jetzt gönnt euch mal. Okay, man sieht ungefähr gar nichts, wie viel Platz man hier hat. Also ich kann hier bis komplett da hinten durchlangen. Hier unten habe ich noch ein Fach. Hier unten. Es gibt keinen Ersatzreifen mehr, es sind bloß nur diese Kits. Das ist aber auch scheiße. Ja, eigentlich schon. Also das ist ja auch voll beschissen, dass es keine Ersatzreifen mehr gibt. Ansonsten würde ich sagen, leck mich am Arsch, pisst es hier. Fahren wir jetzt eine kleine Runde. Dieser GoPro ist dabei. Alex fährt mit seinem Auto hinterher. Das werde ich euch später auch noch zeigen, weil es auch ein sehr, sehr geiles Auto ist. Und ja, düst mal Runde, oder? Alex, fahr mal! Dreckige Schuhe, Alter. Dreck, dreckiger Dreck. Natürlich anschnallen, Leute. Ganz wichtig. Warte mal, soll man GoPro schon anmachen? So, also ich bin bei vielen schon mitgefahren, die wohl nur drei Türe haben und ist mega beschissen. Weil da muss man natürlich immer vorrutschen und den anderen wieder reinlassen. Da werden aber die Sitze dreckig und. Gibt es den eigentlich als drei? Nicht, gell? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß bloß, dass mein BMW drei Türen gehabt hat. Ja, gut, 1er BMW, die haben wir immer. Ja, gibt's auch fünf Türen. Ja, aber ich meine, da weiß man es ja, dass es drei Türen gibt. Ja, aber ja. Bei dem weiß ich jetzt gar nicht, bei dem N-Line. Und später zeige ich euch, wie gesagt, noch das Auto vom Alex. Weil der hat auch einen Hyundai. Aber wie gesagt, da kommen wir später drauf. Hier rechts Musik, Navi, was ich sehr, sehr geil finde. Obwohl ich sagen muss, wenn ich mit meinem Auto fahre, gut, ich habe gar kein Navi eingebaut oder ist gar keins dabei, nehme ich immer mein Handy bzw. Google Maps, weil das ist einfach so das Zuverlässigste, was es eigentlich gibt. Aber ich finde es geil, dass die sowas hier einbauen. Man hat hier km/h-Anzeige sogar. Kompass, was ist das hier? 200 Meter? Das ist, wie hoch das Navi gestellt ist. Also von der Höhe her? Von der Sicht her, ja, von oben. Ah, okay. Du kannst auf 3D schalten, im Endeffekt kann man mal drauf gehen. Mach mal 3D. Das ist 3D jetzt. Oh, falsches Ding. Abbrechen. 3D. Das ist von oben gesehen, der Kompass. Ah, okay. So ist es gerade. Mhm. Da kommt die 3D. Da kommt die 3D-Sicht. Ist aber schon geil. Was macht denn da Alex eigentlich da hinten? Nee, der schlaft halt. Leute, ich kann euch mal kurz sein Auto zeigen. Man sieht es einfach gar nicht. Moment. Da hinten. Man sieht einfach gar nichts. Ich könnte eigentlich auch mal ein Video über mein Auto machen. Ich weiß, ihr lacht mich dann aus. Aber es ist geil. Aber es ist geil. Er hat zwar gesagt, ich kann mit dem Auto nicht fahren, weil es immer mehr abstimmen wird, aber da hat er wirklich geschaut. Nee, das machen wir. Leute, wir drehen auf ein Video über mein Auto noch. Das ist zum Vergleich zu diesem Auto. Da geht schon was. 140 PS? Was wiegt der, weißt du das? Boah. Weißt du gar nicht, oder? 1200, 1300, sowas. Also 1300 Kilo ungefähr. Das zweite Mal. Das ist angenehm, eure Automatik. Oh, ich darf nicht schwach werden, Leute. Ich darf mir kein neues Auto kaufen. Ja. Obwohl ich sagen muss, wenn ich mir ein neues Auto kaufen sollte, dann auch nur noch Automatik. Was halt echt so bequem allein im Stau, wie du gesagt hast. Ja, weil du einfach von der Kupplung, du hast keine Kupplung, du musst eigentlich nicht auf die Bremse. Ja. Das ist halt endangenehm. Ihr kennt es wahrscheinlich selber, immer Kupplung drücken und dann wieder runter von der Kupplung und endbeschissen. So, und wo stellt man jetzt hier? Mach mal Sport rein. Jetzt ist er lauter, oder? Bisschen lauter. Lauter und giftiger. Giftiger, viel giftiger. So Leute, wir fahren jetzt noch ein bisschen Landstraße. Jetzt musst du das Pedal nicht mal so durchtappen. Ich will aber. bis zur Hälfte. Wir fahren jetzt noch kurz Landstraße, obwohl da auch wieder abgeriegelt ist auf 80, oder? Ja, nein, 80. 100. Und das war's dann eigentlich vom Video.
Oh, ich kenne das hier alles nicht. Meins hat sogar noch CD. Das hast du hier gar nicht mehr. Nee. Entweder USB, Bluetooth oder ja, Android, CarPlay. So, Ortsausgang. Jetzt drücken wir mal ein bisschen. Ist doch nicht mehr ganz gedrückt, oder? Nee, weil davor das wieder Tunnel ist. Leute, immer aufpassen im Tunnel. Da sind überall Kameras. Da haben sie, glaube ich, irgendwen mal vor uns schon ich glaube, da mal hergenommen. Ja, hier haben wir auch Kameras. Ja, ja, aber die zählen ja nicht. Bloß in Österreich. Da stand der Fuss nicht. Machen wir mal kurz Fenster runter. Vielleicht hört man was, Leute. Stop. Nee. Das ist zu laut. Ich stoppen müssen. Sieht man uns gar nicht mehr? Doch, jetzt oder was? Alter. Der will. Der will. Let's go! Und 100. Das ist so krank. Junge. Boah, im Winter, beziehungsweise wenn der Schnee liegt, müssen wir auch ein Video drehen. Das ist ein Heckler, oder? Nee, das ist ein Frontler. Frontler. Den kann man nicht einfach ziehen. Das ist mein Baby ist super gegangen bei mir. Geht trotzdem. Das schiebt halt schon geil. Aber ich darf nicht schwach werden. Ich darf mir kein neues Auto kaufen. Doch, darf er. Nein. Stimmt ab. Er muss sich ein neues Auto kaufen. So wie ich, wenn ich singen muss, muss er sich ein neues Auto kaufen. Nein, Leute, mach doch. Das ja nicht. Doch. Jetzt drück mal. Bin schon bei 100. Genau. Ich denke entweder da vorne die scheiß Pizza. Geil. Vorder kriegt die Rechnung. Ach, der ist sogar dein Vater. Ja, sicher. Wird er nicht blöd. Zahle ich weniger. So, Tunnel. Gut, viel weniger jetzt nicht mehr, aber trotzdem. Ich würde euch jetzt gerne einen Soundcheck geben. Aber ihr wisst ja mit der Kamera, es ist ein bisschen ätzend. Tunneleingang. Ich versuch's trotzdem, Leute. Es drückt. Ja, durch die Fahrt, durch den Fahrt wird das halt scheiße. In diesem Sinne würde ich sagen, wir schießen jetzt heim und sehen uns zum nächsten Video, Leute. Wir waren heute im Baumarkt, denn wir haben uns dazu entschieden, dass wir den Studiotisch, also meinen Producer-Tisch, selber bauen. Es wird viel Arbeit werden, glaube ich, oder? Ein bisschen Arbeit schon, ja. Aber es wird ein geiles Projekt. Deswegen seid gespannt, da kommt was richtig, richtig Geiles. Und ich würde sagen, wir schießen jetzt heim. Das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, gern wieder einen Daumen nach oben. Schaut bei ihm auch vorbei auf Instagram. Verlinke für euch unten auch nochmal kurz. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video, Leute. Haut rein, bis dann und ciao!